Das ist wieder das schlimme Wort, Triage. Dagegen wollen wir wohl unsere kleinen Sorgen ganz hinten anstellen. Also unsere Triage über sie. Ja, immerhin geht es ja auch um das Leben von über 10.000 Abonnenten. Danke für Ihr, ja, sehr leichtfertiges Vertrauen, das Sie vielleicht bis zum Ende dieser Ausgabe bereuen werden. Triage kommt aus der Feldmetzgerei und bedeutet übrigens nicht Dreiteilung, also Leben, Tod, FDP, sondern Trier, beziehungsweise Trier, abtrennen, sortieren, ausscheiden. Und das werden wir jetzt machen. Seien Sie mit dabei, wenn Sie möglicherweise künftig nicht mehr mit dabei sind. Doch hinter jeder Entscheidung, die wir hier heute schweren Herzens treffen, das sind ja nicht Zahlen oder Nummern, dahinter stehen Menschenleben. Ich verneige mich also nochmal vor Suko, dem Multiplikator der Herzen, unserem Zitatenschatz Sote, der stets zugewandten Heide Limpert und Respekt Sauerdrops, dem Urborussen Sir Ramshackle Makeshift, Thomas L., wir alle nennen ihn nur L. Matador, der die das galaktische Galaxmul ist Solde, der schlaue Eckhard Schulze, aber natürlich auch unser Therapieprojekt wie zum Beispiel Race Realism. Nicht leichter wird die Entscheidung, die vor mir steht, durch einen Blick auf die Insights bei Facebook. Da ist er. Man nennt ihn das durchblutete Shazam, Stefan Große. Jahram Mehrsad kommentiert schneller als sein Schatten. Die Motivatorin, Simone Hengi. Kurt Faust, er ist alt genug, alles zu teilen. Starke Debattierer wie Markus Manke, Michael Schubert und einen kollegialen Gruß an Dirk van Geelen. Und hier exklusiv für Jörg Müller. Ich tue das wirklich nur für euch. Wie auch ein Herz-Emoji an Uno Schnees, Diana Jung und die kundigen Musikfahnder Andreas Esch und Gerd Surek. Und erst recht herzlichen Dank an alle, die wir nicht namentlich erwähnt haben. Das ist ja nur die Keimzelle von den Abermilliarden, die wir künftig einfach wegen der Menge nicht aufzählen können. Heute, vor 105 Jahren geboren, einer ihrer größten Erfolge. So weiter, ne? Und das ist die Frage von dem Song, die Frage, vor der wir stehen. Ist das Leben eine Rose? Oder doch die deutsche Version? Schau mich bitte nicht so an. Wie bescheuert ist das denn? Ich sitze hier, gucke in die Kamera und sage Ihnen, schau mich bitte nicht so an. Ja, das genau ist die Frage. In den kommenden Tagen, Wochen, Monaten präsentiert der Weltkonzern mit Herz, also die Pro Bono Bewegtbildproduktion mit Sitz in Köln und Berlin, Ihnen ein umfangreiches Methadon-Programm. Etwa ab sofort Gysi und Schmidt bei NTV mit dem sehr nuancierten Jahresrückblick. Und nicht vergessen, der BR hat eröffnet. Im März beginnt eine neue Staffel des wunderbaren Kurt Krömer. Und Sie dürfen jetzt schon raten, welche Gäste die Berliner Pro Bono bereits akquiriert hat für die neue Staffel. Einen etwa, der als besonders kamerascheu bekannt ist. In Lauterbach hab ich mein Herz verloren, Herz verloren. So, und dann läuft ein schweres und großes Werk unseres Kollegen, das ist der Autor Frank Diederichs, mit dem kompletten Team der Kölner Pro Bono. Da haben die jetzt, ja, ich glaube, ein Jahr dran gearbeitet. Also Leute, die dann gleichzeitig hier noch wie Max Neidlinger die Kamera machen oder Marco Irrgang den Prompter jetzt gerade fährt oder die sich jetzt hilflos in der Regie angucken, wie Franziska Lutz, die auch noch was für Funk macht, und Jürgen Ohls und Aaron Doll in Berlin, der ganz andere Sorgen hat. Und nee, nicht Sorgen, sondern Hoffnung. Ich will nicht zu viel verraten. Und natürlich Felix Wulff, nicht nur Herrscher über die Geräte. Die alle haben, aber was soll ich Ihnen sagen, gucken Sie den Dreiteiler über die Sklaven der Deutschen. Ja, beim Titel haben wir uns gegenüber dem Sender nicht durchgesetzt. Die wollten irgendwas mit Hitler. Es geht um Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Und noch einen Dreiteiler werden wir bis Ostern ungefähr fertig haben. Ich bin übrigens Moritz Harms und ich führe durch das neue Geschichtsformat des Weltklasse-Senders NTV. Das heißt, wir sind Geschichte. Genau. Und vieles mehr. Also, Sie sehen selber, die Kolleginnen und Kollegen von der Pro Bono müssen auf die Weide. Das geht jetzt nicht so weiter. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Ich muss eine Entscheidung treffen, möglicherweise auch ein sehr hartes Urteil. Es ergeht folgendes Urteil im Namen des Volkes. Ja, wollen wir mal nicht so sein, wir kommen wieder. Am 4.1. mit der Taz Videokolumne und am 12.1.2021. Einfach wegen der Zahlenmagie mit dem hier, Küppersbusch TV. Bis dahin posten wir
in die Kommentare, wie geil wir Sie finden, wie sehr wir Sie vermissen werden und warum es unfassbar cool ist, allen Social-Media-Regeln zum Trotz eine seriöse, erholsame, inspirierte, anregende, gesunde Jahresendpause zu machen. Danke. Übrigens der deutsche Text, also schau mich bitte nicht so an. Wie kann man, das Leben ist eine Rose, La Vie en Rose, übersetzen mit schau mich bitte nicht so, ist, und der darin enthaltene Wahnsinn hat sie das schon lange ahnen lassen, von Ralph Maria Siegel, dem Vater von Auflösung nächstes Jahr. Frühestens.